Teltowstadt. Zurück geht es nach Henningsdorf als Zugnummer 25072 Umlauf 2, Funkname Viktor. Der Zug ist bereits aufgerüstet, lassen Sie die Fahrgäste zusteigen. Stellen Sie am Krügergerät Kurs 6 und Ziel 68 ein. Die Abfahrtsfertigung erfolgt per Funk. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Train Simulator 2021. Ja, wir sind heute auf dem neuen Add-on von Virtual Tracks, und zwar die S25 mitten durch Berlin. Habe ich mir gestern für 29,95 gekauft und war jetzt ganz schön laut hier drin. Hier draußen. Ja, und zwar fahren wir mit der schönen 476 der alten S-Bahn-Garnitur, die auch mitgeliefert wird hier. Hier drüben, das ist die KI-Modell der Taucherbrille. Ich fahre nämlich heute mit dem Rotkäppchen. So. Machen wir mal die Türen auf. So, mal den Kurs eingeben. Kurs ist nämlich die 6. Oh. Naja, blank. Kurs 6 und Ziel 68. Genau. S25 nach Henningsdorf. Wir fahren nämlich heute die komplette Strecke. Und zwar nach Henningsdorf einsteigen bitte. Im Sommermorgen. Henningsdorf zurückbleiben. Zug Viktor nach Henningsdorf Türen schließen. Zug Viktor nach Henningsdorf abfahren. Damit ihr den Zug in Bewegung bekommt, müsst ihr A gedrückt halten, ne? Oh, das wisst ihr, denke ich, schon die meisten. Genau, und los geht's. Ja, sorry für die Wetter, für die Verpixelung hier im Himmel. Keine Ahnung, woran das liegt. Ich habe zwar dynamische Wolken an, aber... Ja, kurze Info noch dazu, und zwar ist das Strecken-Add-on am Donnerstag erschienen. Also seit Donnerstag könnt ihr euch die auf der Website von Virtual Tracks herunterladen. Link dazu findet ihr dann unten in der Videobeschreibung. Höchstgeschwindigkeit beträgt hier 80 Stundenkilometer, steht auch nochmal hier oben. Also hier. Bremsen sind ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ich bin aber schon die S-Bahn ja schon mal oben gefahren gestern. Und zwar müsst ihr dann Öl gedrückt halten. Immer. Ja.
Fälle immer so stufenweise die Bremsen reinzuknallen. Und die jetzt erstmal auf Füllen stellen, die Bremsen. Das bedeutet, dass dann geht schneller davor ran, wenn ihr da losfahren tut. Genau, hier neben uns seht ihr auch die Strecke aus Leipzig. Nach Henningsdorf einsteigen, bitte. Die bekannte Strecke. Genau. Nach Henningsdorf zurückbleiben, bitte. Zug Viktor nach Henningsdorf Türen schießen. Zug Viktor nach Henningsdorf abfahren. So, weiter geht's. Oh, geht mal rüber, danke sehr. Also ich finde die Strecke sehr schön gemacht hier. Auch mit der alten S-Bahn, das ist mal was Historisches irgendwie. Also es hat schon was, das Addon. Sie fehlen schon wirklich weiter, das zu kaufen. Das ist ein Muss für einen Simulator. Ihr könnt auch hier die Taucherbrille fahren. Da funktionieren nämlich die Ansagen auch, habe ich nämlich erfahren. Also könnt auch die Taucherbrille hier einsetzen. Ich hoffe, es gibt irgendwann auch mal Szenarien. Bin ich mal gespannt. Schönes Screenshot. Genau. Nach Henningsdorf einsteigen, bitte. Henningsdorf, zurückbleiben. Wir können hier stehen, bis die Radreifen festrosten. Gehen Sie endlich aus der Tür. Zurückbleiben. Die ist geil. Zug Viktor nach Henningsdorf, Türen schließen. Die Ansage, Alter. Zug Viktor nach Henningsdorf abfahren. Auf Regionalbahn. 143. Stimmt. Ja. Und das ist. Also es ist ein eigenständiges Addon hier. Also wenn ihr Berlin-Leipzig nicht habt, das ist denke ich nicht so schlimm. Ihr braucht doch kein TDP, sind eure Pakete oder so, die sind alle hier mitgeliefert.
Nach Henningsdorf einsteigen, bitte. Oh, hier ist nach sehr schön. Nach Henningsdorf zurückbleiben. Und anzeigen. So, müssen wir warten, bis das hier grün anzeigt. Und jetzt du. Die Signalröhre ist ja niedlich. Wir hatten nur die S-Bahn abgestellt hier, auf den E-Gleis hier, das hier neben uns. Schon ein bisschen lahmartig hier die S-Bahn, aber... Das finde ich geil. So sieht der Innenraum aus. Der S-Bahn. Nach Henningsdorf einsteigen, bitte. Okay. Also es sind nur die Schienen. Henningsdorf, hier dabei. Zurückbleiben, bitte. Naja. Zug Viktor nach Henningsdorf, Türen schließen. Zug Viktor nach Henningsdorf, abfahren. Das Wichtige ist immer die Bremse auf Fahrt stellen. Könnte man auch füllen lassen, aber auf Fahrt ist vielleicht noch besser. 143 schiebt Intercity. Haha, geil. Das ist 101 fällt aus, fällt 143 in der City. Klar, warum nicht, ne? Umgerüstet auf 200. Also hier wurde schon sehr viel gemacht an der Route hier. Mehr Vegetation. Das sieht alles viel schöner aus. Auf der S-Bahn jetzt. Was zu sagen. Noch 143. Nein, halt. Oha. Schon ein bisschen verbremst. ja. Mal raus hier. Nach Henningsdorf einsteigen, bitte.
Henningsdorf zurückbleiben. Gut. Kein Abfahrt. Zug Viktor nach Henningsdorf, Türen schließen. Zug Viktor nach Henningsdorf, abfahren. Sind wir gleich schon in Südkreuz. Also wie gesagt, das ist erstmal so der uninteressantere Teil hier. Der interessante Teil kommt erst nach Potsdamer Platz, so gesagt. Ich hätte jetzt vorfahren können bis Potsdamer Platz und dann dort anfangen können. Aber ich wollte euch eigentlich die ganze Strecke zeigen. Darum habe ich schon den Teil Tour angefangen aufzunehmen. Auch eine SIFA in der S-Bahn hier, aber die habe ich jetzt ja gemacht. Henningsdorf einsteigen bitte. Henningsdorf zurückbleiben. Zug Viktor nach Henningsdorf, Türen schließen. Zug Viktor nach Henningsdorf, abfahren. Ich finde das cool mit den Ansagen hier. Einfach nur geil. Na, also die Performance ist hier. Also man sollte nicht in der 32 Bit spielen. So ist schon mal der Vorschlag. Da steht auch, also der wird empfohlen, auf 64 Bit zu spielen. Steht auch im Handbuch auch nochmal drin. Weil sie haben das nur in der 64-Bit getestet, gebaut und so weiter. Also 64-Bit spielen, 32-Bit könnte schwierig werden. Muss aber bremsen, muss aber bremsen.
Also Südkreuz hat sich jetzt hier nichts geändert groß. Also hier wird... Nach Henningsdorf einsteigen, bitte. Hat sich jetzt nichts so getan. Zug Victor nach Henningsdorf, Türen schließen. Oh, keine Aufgabe, egal. Zug Victor nach Henningsdorf, abfahren. Geht jetzt zum Hauptbahnhof runter. Wir fahren jetzt einen kleinen Tunnel, aber nicht Richtung Hauptbahnhof. Straße. Was ich auch schön finde, sind hier die Signale. Die HV-Signale sind das, glaube ich. Hier die Automaten. Das ist sehr schön. S-Bahn-Geschichte erleben am Bahnhof Erkerne. Nach Henningsdorf einsteigen, bitte. Schick. Henningsdorf zurückbleiben. Anmachen. Das findet ihr hier. Fahr nämlich jetzt gleich einen Tunnel rein. Hört man auch die Fahrstufen hochschalten immer. Sehr schön. Die Szenarien sind 11 Szenarien mitgeliefert. Die dauern alle so ungefähr 70 Minuten, 60 Minuten, 65 Minuten so ungefähr dauern die. Also
Man hat schon ganz schöne Stücke zu fahren, so gesagt. Ah, jetzt hab ich mich verbrennt. Einmal verbremst. So, ne, hier ist eine Abfertigung. Gut. Einmal durchgerattert hier. Naja, müssen Sie halt hier hinten aussteigen. Nach Henningsdorf einsteigen, bitte. Henningsdorf, zurückbleiben, bitte. So, weiter geht's. Platz oder damals die S-Bahn-Strecke geendet. Wir fahren jetzt aber weiter. Also hier endet unsere Fahrt nämlich noch nicht. So, Potsdamer Platz. Ja, hier hat damals die Strecke geendet. Genau. Hier auch sehr schön. Nach Henningsdorf, einsteigen bitte. Sehr schön auch hier. Der Zug ist kein Adventskalender, Sie können ja mehrere Türen benutzen. Geil. Ne, also Henningsdorf, zurückbleiben. Schick. Haben Sie schon gut gemacht. So, weiter geht's. Steht auch eine abgestellte S-Bahn. Eine Taucherbrille steht hier. Ich war noch ein bisschen leiser. Ist ein bisschen laut. Thank you.
und hört den Linden. Das ist jetzt schon im neuen Bereich hier. Genau. Das ist jetzt, jetzt sind wir schon im eigentlichen Addon-Hetze. Weil ab hier ist nämlich alles neu gestaltet, hier die Gleise. Ich finde das schon geil. Das sind, glaube ich, diese aus Konstanz-Villingen sogar. Oder Münsterbremen, die Gleise solche. Vom VR, die. Glaube ich. Ob hier andere S-Bahn lang rauschen, außer die S25. Ich komme nicht aus Berlin. Könnt ihr mir ja mal reinschreiben, der in Berlin wohnt oder so, ob hier auch andere S-Bahn hier durchrauschen, durch Südkreuz oder Potsdamer Platz halt, außer die S25. Würde mich mal interessieren. Nach Hennigsdorf einsteigen bitte. Nach Hennigsdorf zurückbleiben, bitte. Türen schließen. Mich erinnert hier die S-Bahn ein bisschen an so einen Bomber von damals, so einen Fliegerbomber. Vor allem, wenn man so abfährt, der Abfahrtsound, das klingt irgendwie so ein bisschen wie so ein kleiner, so wie so ein Bomber, halt, so wie so ein Bomberflieger. So klingt der. Straße. Genau. AFB hat das Ding hier nie. Nach Hennigsdorf einsteigen, bitte. Oh, ich denke, ich war auch schon klar. Hennigsdorf, zurückbleiben. Sie können hier stehen, bis die Radreifen festrosten. Gehen Sie endlich aus der Tür. Zurückbleiben. Was? Sie hätte es eingeklemmt. Selbst schuld. Thank you.
Nach Henningsdorf einsteigen, bitte. Nach Henningsdorf zurückbleiben. Die Distanz finde ich ja geil. Von der S-Bahn hier. Die sind richtig geil gemacht. Das ist generell die S-Bahn hier. Die ist richtig geil gemacht. Also so, man hat das Gefühl, man sitzt in sowas drin. Ne? Einschieben oder was? Die hat halt keine Lust, die S-Bahn. Egal. Oh, hier schön Graffiti. Hä? So, nach Henningsdorf einsteigen, bitte. Henningsdorf, zurückbleiben, bitte. Zug Viktor nach Henningsdorf, Türen schließen. Zug Viktor nach Henningsdorf, abfahren. Wieso rollt der hier schon? Ist der eben eigentlich? Nächste Halt ist Gesundbrunnen. Sehr schön. Gesundbrunnen. Oha, 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 oha. Oh, knapp. Ihre Luftpresse an schon. Oh. Ja, auch jetzt gesund geworden. Ah, die Gusche.
Dankeschön. Nach Henningsdorf einsteigen, bitte. Bitte anzeigen. S25 Henningsdorf. Henningsdorf, zurückbleiben. Der Zug fährt nach Henningsdorf. Henningsdorf, einsteigen bitte. Henningsdorf, zurückbleiben bitte. Zug Victor nach Henningsdorf, Türen schließen. Zug Victor nach Henningsdorf, abfahren. Zack. Wir haben ja auch den Fahrplan hier, das ist nämlich auch richtig gut. Du hast keine Hektik. Ich muss auf 80 Euro und ich muss pünktlich sein, du kannst dir Zeit lassen, du kannst rollen ab und zu, wenn es möglich ist. Also, ganz gemütlich. Das ist viel KI-Verkehr, also es wird nie langweilig. Henningsdorf einsteigen bitte. Henningsdorf zurückbleiben. Zug Victor nach Henningsdorf, Türen schließen. Geil.
Zug Viktor nach Henningsdorf abfahren. Der Abfahrtsand, der ist richtig basisch, der ist geil. Also, mein Fazit wird richtig positiv ausfallen für die Strecke. Also, da war es wert, so lange zu warten. Da war es wirklich richtig wert, zu warten. Also, was hier geschaffen wurde. Also, was ich schade finde, ist die Towerbrille hier, die mitgeliefert worden ist von TDB, aber gut, ist jetzt nicht so schlimm. Wir haben dafür noch eine schönere S-Bahn hier noch mit dabei. Blöd wäre natürlich gewesen, wenn die jetzt nicht wieder dabei gewesen wäre, ne? Man bräuchte die Towerbrille. Hätte man vielleicht denken müssen, okay, das ist jetzt nicht so schön. Gut, hätte man die Freeware nehmen müssen, ne? Diese Freeware. Towerbrille, die es gibt, zum Runterladen. Bei Welsim. Im Welsim-Forum gibt's die. Weiß ich gar nicht. Ah, irgendwo gibt's die, glaube ich. Na, Henningsdorf, einsteigen bitte. Henningsdorf, zurückbleiben. Zug Viktor nach Henningsdorf. Türen schließen. Zug Viktor nach Henningsdorf abfahren. Gut erledigt. Rollen lassen. Das bedeutet, weil hier ist geht der Berg runter, dann geht es wieder bergauf und dann müssen wir Berg unten, dann können wir wieder Gas geben. Okay, jetzt ein bisschen Gas geben. 80 runter. Bei 60 hätte ich jetzt rollen lassen, aber. Und ja, dann den Hügel hochkommen. Es geht nach Henningsdorf. Jetzt kommen mal die alten Signale, die finde ich auch geil. Ah, hier ruckelt's. Fängt das später. Guckt, aber guckt euch den Baum hier an, die Vegetation. Klar, hat es da auch drin. Ich denke mal, wenn hier noch Updates mitgeliefert werden, was ich auch denke, ich mal hoffe oder so, wird es auch dann ein bisschen, vielleicht ein bisschen performancefreundlicher werden. Wer weiß. Aber an dem Bau würde ich nichts mehr dran ändern, das ist so perfekt, wie es ist. Das Fahrverhalten der Bahn hier, der S-Bahn, ist richtig geil. Also,
spitze Arbeit. Spitzenarbeit, die sie hier gemacht haben, also wirklich. Nach Henningsdorf einsteigen, bitte. Henningsdorf, zurückbleiben, bitte. Zug Viktor nach Henningsdorf, Türen schließen. Zug Viktor nach Henningsdorf abfahren. Jupp. Oh, der Nervenklinik. Ah, oh. Opsi. Grüße an uns, die Nervenklinik, ne? Ist das die Nervenklinik, Mutter? Es ist Karl Bonhoeffer Nervenklinik. Ich glaube, Omsi grüßt uns. Mit der Nervenklinik. Geil. Vielleicht ist Manfred hier drin, im S-Bahn. Müssen wir gleich mal rauslassen. Alle Manfreds, die bitte hier aussteigen. Hier ist nämlich die Nervenklinik. Raus aus meinem Zug hier. Nach Henningsdorf, einsteigen bitte. Henningsdorf, zurückbleiben. Zug Viktor nach Henningsdorf, Türen schließen. Zug Viktor nach Henningsdorf, abfahren. Oh, hier ruckelt es eh. So, wo ist die Nervenklinik? Hä? Hm. So, nee. Dann machst du es doch nicht. Ich hab gedacht, die sehen wir hier noch. Hier ist ein bisschen ruckelanfällig. Thank you.
Nach Hennigsdorf einsteigen, bitte. Hennigsdorf zurückbleiben. Zug Viktor nach Hennigsdorf, Türen schließen. Zug Viktor nach Hennigsdorf abfahren. Es geht nach Tick. Heute am Samstag wird auch der BER eröffnet, der Hanflughafen. Der Paddelflughafen. Bin ich mal gespannt, wie der sich jetzt machen wird. Wurde dann auch geschlossen. Ist zwar schade, aber also hier kann keiner mehr aussteigen jetzt. Schade. Hennigsdorf einsteigen, bitte. Nach Hennigsdorf zurückbleiben, bitte. Wer ist einfach losgefahren? Also jetzt gerade der hintere Teil, dieser Überlandteil, der ist richtig geil. Also hier, jetzt hier die Gesetze, wie die gesetzt ist, also das fühlt sich schon cool an. Sieht auch cool aus, also irgendwie hat das was.
fährst du an Straßennetz vorbei, dann fährst du immer komplett wieder durch den Busch. Also, richtig cool. Ja, Kleingartenanlagen. So wie es aussieht. Ja, Autobahn, Schnellstraße. So, wieder zum Schwalbenfell. Also richtig cool. Also er hat sich Mühe gegeben. Das sind auch die 30 Euro wert. Also muss man das mal so sagen. Und dann noch mit der Bahn hier, mit der S-Bahn. Die 476, das Rotkäppchen. Also mit dabei, kostenlos, nee, der ist mal mit dabei. Ja, also den kostenlos mit dabei bei der Strecke, also man muss sich auch nichts extra dazu kaufen, man braucht auch keine Berlin-Leipzig-Strecke, man braucht den Dings, die hier diese, den Taucherbrille, die braucht man nicht, also man braucht auch kein Ticket mit einem Europack 1 oder 2 oder 3, also wirklich, wirklich gut. Perfekt da angehalten. Nach Henningsdorf einsteigen, bitte. Hier vorne kommst du von dem raus. Oh, ja. Oh. Zug Viktor nach Henningsdorf, Türen schließen. Zug Viktor nach Henningsdorf abfahren. Station S-Bahnhof Heiligensee. Ausstieg ist tote Fahrt Richtung links.
Oh cool. Gleis 1, S25. Gleis 1? Wieso steht da hier Gleis 2? Henningsdorf, Telterstadt, über. Nach Henningsdorf einsteigen bitte. Sehr schön, hier oder mal. Geil. Nach Henningsdorf zurückbleiben. Zug Viktor nach Henningsdorf, Türen schließen. Zug Viktor nach Henningsdorf abfahren. Ja, sind wir auch schon gleich am Ziel. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Das Vorstellungsvideo hier so S-Bahn mitten durch Berlin S25. Mein Fazit zu der Strecke, einfach nur kammergeil, die Vegetation, die ganz generell alles geil. Also man hat hier kaum Verbesserungsvorschläge, außer vielleicht noch ein bisschen die Performance anzufahren. Und ich habe die Anschlange so auf relativ hoch eingestellt. Kann natürlich durch sein. Aber geile Strecke. Alles mit Liebe gemacht. Also da haben sich die Jahre jetzt gelohnt, wirklich drauf zu warten auf das Add-on. Und die Vorfreude war ja wirklich groß. Ja, das war ja wirklich so eine richtig große Vorfreude auf das Add-on. Und die hat sich gelohnt, die Vorfreude. Wirklich. Also ich habe das oft mitverfolgt, das Add-on hier. Also, spitze. Also ich empfehle das wirklich zu kaufen. 30 Euro wirklich Spitzenpreis. Man kriegt hier vieles geboten. 11 Szenarien, die 476 und einfach auch noch so eine geile Strecke. Muss man mal so sagen. Wirklich spitze und ja. Das war es hier auch schon und hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst doch ein Abo und einen Daumen nach oben da und aktiviert natürlich die Glocke. Ja, das war's hier und ich sag mal tschüss und bis zum nächsten Mal. Euer Luis LP. Nicht vergessen, auch einen Kommentar runterzuschreiben unter diesem Video. Das ist wirklich wichtig. Ich will mal wissen, wie ihr die Strecke findet. Das würde mich jetzt immer interessieren. Eingefahrenen Zug bitte alle aussteigen. Dieser Zug endet hier und fährt zurück nach Teltowstadt. Bitte steigen Sie aus. Dieser Zug endet hier. So, tschüss und auf Wiedersehen.